Ich habe das Vergnügen, Ihnen unseren heutigen Gast Professor Dr. Bernhard Dotzler vorstellen zu dürfen. Und ich möchte das heute ausdrücklich für unsere Erstsemesterin tun, aus deren Reihen ich neulich gehört habe, dass einem in unserer Ringvorlesung noch leicht die Orientierung abhanden kommen könnte. Bernhard Dotzler ist seit 2004 Professor für Medienwissenschaft an der Universität Regensburg. Er studierte Germanist, Philosoph, Kulturwissenschaftler und wurde 2004 in den Fächern Neuere Deutsche Literatur und Medienwissenschaft hier an der TU habilitiert. Da Bernhard Dotzler in beiden Fächern erfolgreich publiziert hat, finden Sie seine Bücher, Monographien und Sammelbände gleichermaßen bei uns in der Volkswagen-Bibliothek auch gleich auf zwei Etagen, auf der ersten unter einer medienwissenschaftlichen Signatur und auf der dritten im Bereich Germanistik und dort besonders in dem Regal, das Literatur und verwandte Gebiete heißt. Die räumliche Trennung, die in der Universitätsbibliothek zwischen diesen Disziplinen besteht, sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, Fragen der Sprachlichkeit und Technizität durch fleißiges Treppensteigen oder Fahrstuhlfahren zu verbinden. Und Bernhard Dotzler ist sicherlich einer der prominentesten Vertreter einer Wissenskultur, Sprache und Technik, Literatur und Codierung, Medien und Epistemologie immer schon oder zumindest immer schon nach Foucault zusammennehmen. Bevor Bernhard Dotzler nach Regensburg berufen wurde, war er im Jahr 2000 bis 2004 Forschungsdirektor für Literatur- und Wissenschaftsgeschichte am ZFL, dem Zentrum für Literatur- und Kulturforschung hier in Berlin unter der Leitung von Siegfried Weigel, mit der er bereits 2005 ein Projektband herausgegeben hat mit dem Titel Fülle der Kombination. Ein Sammelband der Literaturforschung und Wissensgeschichte kombiniert auf einer Strecke, die von Jakob Grimm bis zur Gegenwart reicht. Dieses Buch finden Sie in dem besagten Regal Literatur und verwandte Gebiete in Würzburg. Leider gar nicht zu finden in unserer UG ist der 2002 in Würzburg erschienene Sammelband 1929, den Bernhard Dotzler gemeinsam mit Stefan Antropoulos herausgegeben hat und der zu meinen ganz persönlichen Lieblingssammelbänden der neoarchäologischen Literatur gehört, schlicht weil das historische Datum in einem Netz synchroner Mediengeschichten aufgehen lässt. Im selben Jahr erschien auch Futurum Exactum, eine Aufsatzsammlung von Norbert Wiener, die von Bernhard Dotzler herausgegeben und von Christian Kassum ins Deutsche übersetzt wurde. Vor dem Hintergrund dieser Übersetzung habe ich als Studentin einen anderen Blick auf den Namensgeber der Kybernetik und das kybernetische Wissen gewonnen, das zu Bernhard Dotzler in seinem Vorwort noch immer regiert, wenn auch meistens anonym oder versteckt. Um Norbert Wiener zu lesen, müssen Sie leider rüber auf die andere Straßenseite vom 17. Juni in die Fachbibliothek der Mathematik. Dort finden Sie seine Projekte. Das Opus Magnum von Bernhard Dotzler aber ist das dreibändige Werk des Cursus Medium, das zwischen 2006 und 2011 erschienen ist und das Sie im ersten Stock der Volkswagen-Bibliothek finden. Im ersten Band der Archäologie der Computerkultur formuliert Dotzler seine Passion für Literatur und zugleich die Herausforderung einer Gegenwart, die in der Frage kombiniert, die eine von Foucault herkommende Wissensgeschichte auf die Technologie elektronischer Netzwerke anzuwenden sei. Im zweiten Band vom Diskurs im Medium diagnostiziert er im Zeitalter des Internets eine Art sekundärer Literalität, eine andere Literalität als die der Gutenberg-Galaxis, die Macron beschrieben hat, aber eben auch wieder eine Literalität, die erst mit dem Computer entsteht, der wiederum andere Medien wie Radio, Fernsehen und Video inkorporiert. Die Maschine, die Universalmedium geworden ist, gilt es heute mehr denn je, den archäologischen zu durchbrechen. Technische Apparaturen gelten nach Bernhard Dotzler als Verkörperung des Wissens und die Literatur, selbst ein Medium, ist Austragungsort und Experimentierfeld für diese Inkorporation. Medien wie Literatur haben also immer schon eine apparative und eine vernetzte diskursive Seite. Vor dem Hintergrund von Diskurs und Medium und der programmatisch formulierten medienwissenschaftlichen Frage nach der Ablösung schriftlicher Kommunikation durch nichtschriftliche Kommunikation wäre vielleicht auch der 2010 erschienene Sammelband von Dotzler zu Bildkritik zu verstehen. Also der Frage nachgehend, was eigentlich bedeutet, das Wissen sich nicht nur als Text, sondern auch als Bild verkörpert. Nachdem uns Armin Schäfer letzte Woche in einem, wie ich finde, schönen Vortrag in die Geschichte des Wahnsinns geführt hat und uns unter vollständigem Verzicht jeglicher Abbildung gezeigt hat, wie sich das Wissen der Psychiatrie in Abhängigkeit von Fotografie, Aufschreibesystemen und Datenverarbeitung formiert, geht es im heutigen Vortrag von Bernhard Dotzler nun dezidiert um Bilder. Der Titel des Vortrags lautet Bilderwissen, Bilderquellen, durch wissenschaftliche Fallbeispiele zur Kritik der Bildwissenschaft.
Herzlich willkommen in Deutschland. Ja, vielen Dank für die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die viel zu ehrenhafte Einführung meiner Person hier. In der FAZ ist heute ein Interview mit Dustin Hoffmann abgedruckt und da wurde als Überschrift das Interviewzitat gewählt: Als ich für mein Lebenswerk geehrt wurde, wurde ich depressiv. Ich müsste also jetzt eigentlich auch depressiv gleich wieder den Raum verlassen. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Es freut mich sehr, hier sprechen zu dürfen, denn, wie Sie auch gehört haben, es ist jetzt fast auf den Tag genau 9 Jahre her, dass ich an dieser Universität habilitiert wurde. Das war in der Tat auch Ende Januar, genaue Datum weiß ich nicht mehr. Gut, was ich heute mit Ihnen vorhabe, wozu ich Sie einladen möchte, nachdem Sie mich eingeladen haben, ist eine ganz einfache Sache, nämlich ich will Ihnen schlicht eine Reihe von Bildern vorführen, Ihnen die Betrachtung projizieren, um gemeinsam zunächst monologisch, dann hoffentlich auch in einer Diskussion, über das zu meditieren, was es da jeweils zu sehen gibt. Insofern springen wir mitten in die schöne Bilderwelt hinein. Eton donné, die Leben sei erstens der Wasserfall, zweitens das Leuchtgas. Diese berüchtigte letzte Arbeit, Marcel Duchamp, ist, um es gleich zu sagen, kein Bild, auch wenn es hier als Bild wiedergegeben wird, sondern eine Installation. Aber zum einen verweist sie auf ein Bild, von dem zu reden sein wird, und zum anderen ist ihr Sujet, das ihr Unterworfene, die Befähigung zum Bild, nämlich der Blick. Da ist der Flusslauf, da ist die Lampe, wie es der Titel sein erstes und zweites verspricht. Aber beides befindet sich hinter einer Türe, durch die man nicht hindurchgehen, sondern durch die man nur hindurch sehen kann. Keine Klinke befindet sich an der Tür, in der Wand eines leeren Raumes in Philadelphia, Museum of Art. Wäre die Türe nicht auf alt und morsch gemacht und wäre sie nicht von Siegeln umrahmt, würde man sie womöglich gar nicht bemerken. Doch wenn man sie nicht nur bemerkt, sondern auch noch hinzutritt, findet man in etwa auf Augenhöhe, 2 Guglöcher. Durch diese muss man hindurchsehen, um zu erfahren, was da gegeben sein mag, eben dieses Beton Donné. So führt Duchamps Installation erstens Regie über den Blick. Zweitens stößt sie den Blick mit dem, was sie ihm da bietet, vor den Kopf. Ihre Provokation ist das Moment optischer Gegebenheit als solcher, oder eben das Gegebensein, das der Titel betont. Denn was ist gegeben in dem, worauf Eton Donné den Blick lenkt? Der vollständige Titel der Installation nennt den Wasserfall und das Gaslicht. Aber er nennt sie wohl nur, damit man diese überhaupt bemerkt. Er hat ja sofort in den Blickfang die obszöne Gabe eines nackten Frauentorsos ist. Mit geöffneten Schenkeln, die den Blick weniger auf das entblößte Geschlecht freigeben, als vielmehr ihn auf dieses hin zwingen. Eton Donné liefert so eine Replik auf eine andere Gegebenheit, ein anderes, auch berühmtes Datum der Geschichte der bildenden Kunst, oder nun eben tatsächlich auch Bildkunst, Gustave Courbets L'Origine du Monde. Wohl nicht zufällig, um neben der Perspektive nur einen weiteren Beleg für den Zusammenhang der Duchamp'schen Installation und dieses Courbetschen Gemäldes zu nennen, steht dieses in enger werkbiografischer Nachbarschaft zu einem Wasserfall im Schaffen Courbets, nämlich seiner Felsengrotte der Loup, entstanden um dieselbe Zeit wie L'Origine du Monde. Courbets seinerseits und nicht nur seinerzeit berüchtigte Bild der Weltgenese hat es ebenfalls mit der Frage der Gegebenheit zu tun. Denn was auch wäre die Welt, die am Ursprung hier abgebildet wird, anderes als die Summe als dessen, was gegeben ist. Gleichzeitig kodiert es dessen und damit deren, also der Weltursprung, in doppelter Weise. Traditionell, hier zwei
fast popkulturelle Klassiker, also etwa von Michelangelos Adam bis zu William Blake's The Angel of Days, figuriert der oder ein Gott als der Schöpfer der Welt. An dessen Stelle tritt das Menschensubjekt, wenn das Bild einer Vulva, ich kann es nicht oft genug zeigen, den Ursprung der Welt darstellt. Der Ursprung der Welt ist nun also gut idealistisch, nachidealistisch, zum einen gleichgesetzt mit dem Ursprung des Subjekts. Zum anderen setzt die gewählte Perspektive des Bildes den Betrachter aber auch gleich mit einer Skalberecht Dürers, Zeichner des liegenden Weibers, aus dessen Einführung in die zentralperspektivische Zeichen- und Malkunst. Die Scham der Frau ist hier sittsam bedeckt, obwohl ihr Zeichner in waagrechter Linie schlicht über die Frau hinwegsehen, das gar nicht möglich hätte. Gar nicht zu reden von den geschlossenen Schenkeln der Frau, nur ihre pseudo-schamhafte linke Hand offeriert nachgeladene Gegebenheiten ihres Geschlechts. Und doch, trotz aller Unterschiede, der hier gezeigte Zeichner nimmt eben die Position ein, die der Betrachter von Courbets Gemälde innehat. Dieses führt mithin als den Ursprung der Welt nichts anderes als die Bedingung seiner eigenen Möglichkeiten, die, wie kann ausgehen, dann die symbolische Form der zentralen perspektivischen Bildkonstruktion, seine eigene Realität als im Grunde schon technisches Bild im großen Sinne, als nicht allein aus dem bloßen Anblick des Unverborgenen, sondern zugleich nach Begriffen der Geometrie kodierte Imagination. Nicht umsonst ließ sich dem Gemälde eine etwas frühere Daguerreotypie als sein mögliches Vorbild zuordnen. Und nicht umsonst gibt es eine spätere Collage von Max Ernst, die die kubrische Umsetzung der dürerschen Blickkonstellation ihrerseits wieder umkehrt und dabei den Ursprung der Welt im Sinne Courbets verbildlicht, nur jetzt als Ursprung der Welt durch die Fotografie. Nach erstens der Gegebenheit, zweitens der Welt, nun also drittens die Medien. Was wir über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien, ist in diesem Zusammenhang nach gerade obligatorisch assoziiertes Zitat. Aber es geht mir hier weniger um das Wissen und die Medien im Allgemeinen, weniger um die Informiertheit als solche, als vielmehr um die Frage der Bildmedien im Besonderen, die Bilder als solche, als optische Gegebenheiten. Nicht erst, aber zumal seit der Erfindung der Fotografie artikuliert sich ein aktiver Anteil des Visuellen am Wissen, der weder auf die Funktion der Beobachtung, als die auf den Begriff gebrachte Anschauung, noch auf die Funktion der Illustration, als die zum Begriff hinzukommende Veranschaulichung reduziert werden kann. Zumal aber nicht erst durch die Fotografie oder allgemeiner das technische Bild ist namentlich die Welt, was wir die Welt nennen, eine Hervorbringung durch Bilder. Es gibt kein Weltbild, das nicht eben als Bild seine wahrhafte Realisierung erst erlebte. Nicht einmal Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus kommt ganz ohne den Gebrauch von Bildern aus, so sehr ihm der Begriff des Bildes und der Begriff des Satzes einzig. Die Angabe aller wahren Elementarsätze beschreibt die Welt vollständig, heißt es in Tractatus, aufbauend auf dem Grundgedanken, dass ein Satz nur insoweit etwas aussagt, als er ein Bild ist. Also das Bild, der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, ist ein Bild der Wirklichkeit. Auf dieser Basis ist Philosophie nicht Bild, sondern Sprachkritik, und gerät das Wesen der Welt zum Wesen des Satzes und umgekehrt. Zitat, das Wesen des Satzes angeben heißt, das Wesen einer Beschreibung angeben, also das Wesen der Welt. Zitat Ende. Aber selbst in dieser Philosophie der Weltbeschreibung intervenieren das, der Weltbeschreibung, durch Sätze, Worte, intervenieren das Bild und der Blick, und zwar sogar als Bild des Blicks. Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt. Und jetzt habe ich mir die englische Fassung gefunden. Dann Satz 5633.
Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld, aber das Auge siehst du wirklich nicht. Und nichts am Gesichtsfeld lässt darauf schließen, dass es von einem Auge gesehen wird. Das Gesichtsfeld hat nämlich nicht etwa eine solche Form. So gibt es die Art und Weise eines Wissens, zu dem ein Bild ebenso immer erst gefunden werden muss, wie es ohne solche Bildfindung gar nicht zu denken wäre. Zum Beispiel eben, aber eben auch nur zum Beispiel, die Welt. Wie heute, da die Raumfahrt die Ikone des blauen Planeten geschaffen hat, der Gedanke, der globalisierend so zwingend wie trivial erscheint, war dieser Begriff der ganzen Welt bis zurück zu den ältesten Maperoni an den Evidenzeffekt des Augenscheins gekoppelt, etwa in Gestalt dieses Grenzfalls von Grammatik und Diagrammatik, der sogenannten T-Karte, 1472 nach Isidors Origenum Nigri Viginti aus dem 17. Jahrhundert gedruckt, als die erste gedruckte Weltkarte überhaupt. Getrennt durch das Mare Magnum Sibiri Mediterraneum sind hier die drei damals bekannten Kontinente, Europa, Afrika und Asien, regelrecht eingefasst durch ein Mare Oceanum, dessen Form den Wortsinn des Orbis Terrarum in Bildsinn verwandelt, den Zusammenhalt der Erde als nicht bloß damals wie heute unüberschaubar weite Welt, sondern im Gegenteil als in ihrer Totalität erfassbarer ganzer Welt aufzeigt und zumindest bildlich behauptet. Etwas anders gelagert und doch verwandt ist das Wissen um den in dieser Welt, auf dieser Erde sich vollziehenden Wasserkreislauf als ein geschlossenes System. Der englische Landschaftsarchitekt Stephen Switzer hat gegen 1729 wie dieses hübsche Bild gebrannt oder für seine Introduction to the General System of Hydrostatics and Hydraulics bannen lassen. Man kann auch aus dürren Worten begreifen, worum es auf diesem Bild geht. Die Wärme der Sonne verdunstet die Gewässer, welcher Dunst sich in höheren Luftschichten zu Wolken kondensiert, die wiederum herabregnen und damit die Gewässer speisen. Soweit das simple und von mir auch noch stark simplifiziert, der simple und von mir auch noch stark simplifizierte Sachverhalt, der sich durchaus auch einfach, wie Sie gehört haben, sagen lässt. Aber nur ein Bild zeigt unmittelbar die Geschlossenheit des Kreislaufs. Und mehr noch, nur ein Bild mit solch einem hübschen Beifisch, diesem kleinen Bad Punktum dieser Darstellung, zeigt auch sogleich die Dimension des Sachverhalts. Es realisiert zum abstrakt-physikalischen Prozess von Verdunstung und Kondensation als geologischen Zusammenhang. Es konstatiert für den gezeigten Zusammenhang wiederum dessen Globalität. Langer Rede, kurzer Sinn. Lichtensteins und Trotz scheint die Welt mehr eine Sache des Bildes, das von ihr zu machen gelingt, denn eine Sache ihrer Beschreibung und Sätzen zu sein. Und erst recht, mit Wittgenstein und seinem Griff zur veranschaulichenden Skizze, das Sehen selbst. Dazu drei weitere markante und erneut durchaus notorische, keineswegs originelle Beispiele aus einer möglichen Geschichte des Auges. So versuchte René Descartes in seiner Retraite de l'Homme das Zeigen zu zeigen. Auch, indem er das in einer zugehörigen Illustration zeigte, in Worten beschrieb, aber zugleich eben nicht ohne dieses Bild, das Sie hier sehen, dazu, das den Vorgang des Sehens im Vorgang des Zeigens zu denken gibt. Die dargestellte Figur weist auf den von ihr gesehenen Gegenstand ABC, der Pfeil, rechts Bild, von C über B nach A. Sowohl die sich verändernde Handstellung als auch die jeweiligen Sehstrahlen sind deutlich in das Bild eingezeichnet. Genauso aber das dabei eigentlich wahrnehmende Organ, die Zirbeldrüse, in der Descartes bekanntlich den Sitz der Seele vermutete.
Das Zeigen zeigend macht dieses Bild also auch noch und gerade das dabei Unsichtbare sichtbar, das, was man dem Sehen selber sonst nicht ansieht. Oder, zweites Beispiel, Jan Evangelista Pulcinius engstoptische Phänomene, diese Bilder von Nachbildern auf der Netzhaut des Auges. Älteren Zeiten galten sie als spektrale Erscheinungen, also dem Geisterreich zugehörig. Nun in den Bereich der Optik geholt, sind sie Phänomene eines Sehens bei geschlossenen Augen, eines Sehens ohne zu sehen, sind sie die Eigenheit der Sehkraft als solche. Oder drittens schließlich dieses Fixationsprotokoll. Heute würde man von Eye-Tracking sprechen, aber Eye-Tracker gab es noch nicht in den 40er Jahren. Da nannte man es und muss es auch von Hand machen, Fixationsprotokoll. Dieses Fixationsprotokoll, oder genauer diese hier, zeigt die Augenbewegungen während des Betrachtens eines Rechtecks unter A und einer Büste unter B. Und zwar im Falle eines normalen oder gesunden Betrachters, eben A und B, wie eines Betrachters mit einer Störung im okzipitalen, also visuellen Kortex. Unten die beiden Beispiele C und D, die also erkennbare Fixationsschwierigkeiten darstellen. Hier also sieht man, indem die Augenbewegung abgebildet wurde, gewissermaßen das Unbewusste des Auges ins Bild gewandt. Und so zielen alle diese Bilder zur Geschichte des Auges, alle drei gezeigten, auf eine Art prinzipieller Unsichtbarkeit, die doch zugleich nur durch Sichtbarmachung einsehbar wird. Oder man nehme schließlich das Beispiel des Sonnenspektrums mit seinen Absorptionslinien, wie Josef Fraunhofer sie entdeckte und systematisch verzeichnete. Diese Fraunhofer'sche Linien sind ihrerseits die Sichtbarmachung dessen, was man nicht sehen kann, eben der nicht von der Sonne emittierten, sondern von ihrer Photosphäre geschluckten Wellenlängen des Lichts, durch unmittelbare Nachbarschaft zu dem, was man wohl einzig sehend erfassen kann, die Farben. Was könnten hier die Wörter, mit denen man sie benennt, gegen die Pracht oder Leuchtkraft bedeuten? So suggeriert die Sichtbarkeit in diesen Beispielen, hoffentlich suggestiv genug ausgewählten Beispielen, suggeriert die Sichtbarkeit selbst ihre eigene Unhintergehbarkeit. Aber die Beispiele sind trügerisch. Das Spektrum der Farben übersteigt bei weitem die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges, also unser Sehen. Es gibt eine große Bandbreite an Licht, an Wellenlängen, die physikalisch messbar, aber für uns nicht sichtbar ist, bedarf umständlicher bildgebender Verfahren, um von uns, die wir weder zum Beispiel Jagdvögel noch zum Beispiel Götter sind, visuell erfasst werden zu können. Umgekehrt können die Farben des Lichts aber eben doch auch etwa als reines Energiespektrum oder Wärmegrade unterschieden werden, ohne jede Bildhaftigkeit leisten. Damit ist auf der einen Seite eine unbestreitbare Mächtigkeit des Bildes zu konstatieren, wie auf der anderen Seite zugleich nach deren womöglich unbildlichen Grund zu fragen. Evidenzeffekte ging es ja bisher die ganze Zeit. Evidenz erschließt sich naturgemäß als selbstevident und bleibt doch als solche immer nicht evident. Evidenz ist evident und nicht evident gemeint. Es gibt genügend Bilder aus der Wissenschaftsgeschichte, die Macht eines Denkens in Bildern, die Macht der Bilder über das Denken nachgerade empirisch beweisen. Auf unfreiwillig makabre Weise etwa demonstriert eine der Aufgaben des Intelligenztests der US Army von 1921 den engen Konnex zwischen Sehen und Wissen, indem hier offensichtlich die Fähigkeit überprüft werden soll, das jeweils zum Ganzen Fehlende, also die fehlenden Augen, der zweiten Kopf, der fehlende Mund, die fehlende Nase etc.,
Es soll also die Fähigkeit überprüft werden, das jeweils zum Ganzen Fehlende, also die aus dem Sichtbaren zu erschließende, selbst aber unsichtbare Verkrüppelung zu ergänzen. Ein anderes und doch gar nicht so weit entferntes Beispiel wären die Grafiken zur Visualisierung fraktaler Gebilde, allen voran die der Mandelbrotmenge, also das bis vor kurzem geübte Apfelmännchen. Zumindest Benoit Mandelbrot selbst behauptete, ihm sei es weniger um die Erzeugung toller Bilder durch seine Algorithmen gegangen, als vielmehr um die Kontrolle seiner Algorithmen anhand der Bilder. Oder dann der Brief, den Albert Einstein am 14. Oktober 1913 von der TH Zürich ans Mount Wilson Observatorium schrieb. Dieser Brief verlangt nach dem Augenschein für das, was er dem Auge ohnehin schon durch Skizzen darbietet, oder genauer und der Reihe nach, Einsteins Brief formuliert vorab die einfache theoretische Überlegung, das sind jetzt Zitate, die Sie vielleicht auch mit beziffern können, die einfache theoretische Überlegung, der zufolge Lichtstrahlen in einem Gravitationsfeld eine Deviation erfahren, und fragt sodann nach entsprechenden Beobachtungen am speziellen Fall der Sonne. Zitat: Es wäre deshalb von größtem Interesse, bis zu wie großer Sonnennähe helle Fixsterne gesehen werden können. Zitat Ende. So soll durch visuelle Beobachtung bestätigt werden, was das Schreiben selber schon visualisiert, wo nicht durch diese Bewilderung erst eigentlich zu denken liegt. Andere Größen der Wissenschaftsgeschichte, deren teilweises Denken durch einigen, um nicht zu sagen notorischen Ruhm erlangten, sind Charles Darwin, Friedrich August Kekulé von Störnitz und Heinrich Hertz. Da ist dieser Bild gewordene Seite aus Darwins Notizbuch, die die allmähliche Verfertigung seiner Gedanken bald nun eben nicht reden, sondern aufmalen, regelrecht, emblematisch dokumentiert, wenn auch das schlichte I think ebenso schlicht eine Zeichnung folgt. Und da ist diese grafische Formel der 1834 auf den Namen Benzol getauften Verbindung, deren Ringförmigkeit das Rätsel der Verkettung von Kohlenstoffatomen erstmals löste. Kekulé, zumindest die Legende, wäre auf diese Lösung einer kreisförmigen und ringförmigen Anordnung aber nie gekommen, hätte ihn nicht von im Tanz herumwirbelnden Atomen geträumt, die sich in einem Mal, statt sich in Reih und Glied zu ordnen, zum Kreis einer sich in den Schwanz beißenden Schlange formierten. Weil es sich um einen Traum handelte, der Kekulé weitergeholfen haben soll, wurde diese Geschichte lange Zeit im Sinne Freuds als Beleg für die unbewussten Anteile selbst im rationalen Denken der Wissenschaft gedeutet. Im Zeichen bildwissenschaftlichen Fragen sind es springt, um es beinahe Karlauer zu sagen, die Visualisierung ins Auge im Traum, die dem Denken hier einmal mehr auf die Sprünge half. Und dies gilt schließlich auch für den Fall von Heinrich Hertz und seinen schönen Bildern elektromagnetischer Wellen. Bereits Kant verwies auf den uns Menschen fehlenden sechsten Sinn, wie wir ihn theoretisch etwa für Magnetismus haben könnten, aber nicht haben, mit dem ergänzenden Hinweis auf dessen Ersatz durch die Eisenteilspäne, durch die sich das Magnetfeld zwar nicht als solches empfinden, also nicht durch einen eigenen Sinn wahrnehmen ließe, wohl aber unserem Verständnis durch den Gesichtssinn optisch, also bildlich, darbieten ließe. Auf dieser Linie liegen dann noch die Graphen der Strahlen elektrischer Kraft, wie Heinrich Hertz sie zu Papier brachte, um dadurch den experimentellen Nachweis für die Maxwellsche Elektrizitätstheorie und eben die Entdeckung elektromagnetischer Wellen zu begreifen, wie sie ihm mit seinen zum Hertzschen Dipol modifizierten Funkengeber gelungen war. Ohne solche Bewilderung wüsste womöglich bis heute niemand, wovon James Clerk Maxwells Formelwerk der Elektrizität des Magnetismus eigentlich handelt. Zugleich aber sind und bleiben, ich weiß nicht, vielleicht hat vor 14 Tagen Wolfgang Hagen auch darüber gesprochen, als er von Herz bis irgendwas referierte, dann kennen sich schon ein bisschen,
Zugleich aber sind und bleiben elektromagnetische Wellen, hier das als Herz üblich gewordenen Illustration, wie Sie sie hier sehen, zum Trotz, bleiben sie schlechthin undarstellbar in einem irgendwie auch noch annähernd sinnvollen Bild. Herz selbst sprach von nicht mehr und nicht weniger als Scheinbildern der äußeren Realität, wenngleich solcher Art, dass die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Und so verlangte noch Richard Feynman, seinerseits bekannt für die Feynman-Diagramme, also auch für eine Bildhilfe zum Denken, verlangte noch Richard Feynman von den Hörerinnen seiner Lectures on Physics einerseits, Zitat, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sich die elektrischen und magnetischen Felder anschaulich vorstellen müssen, Zitat Ende, um andererseits zu konzidieren, wieder ein Zitat, das elektromagnetische Feld zu verstehen, verlangt einen viel höheren Grad an Vorstellungsvermögen als unsichtbare Engel zu verstehen. Ich habe kein Bild dieses elektromagnetischen Feldes, das einigermaßen zutreffend wäre. Zumal im oder am Bereich der Elektrizität zeigt sich mithin wiederum der Bildbedarf oder sogar die Denknotwendigkeit des Bildes und zugleich sozusagen, dass das Bild schon auch gerne einmal überschätzt wird. Wohl im selben Maße, in dem das Bild unleugbar seine Wissensmächtigkeit hat, ist da auch sein Versagen, sein Ungenügen, seine eigene Angewiesenheit auf das es ergänzende Wissen. Zumindest gibt es solche Gegebenheiten wie die Elektrizität, die Welt, das Sehen, die man nur durch das Bild begreifen kann, aber doch nie ganz, und die man also selbst im Bild nicht begreift, aber dann doch wieder nur durch das Bild. Und die Frage, die sich angesichts solcher Gegebenheiten mit besonderem Nachdruck stellt, ist die nach dem Begreifen des Bildes oder der Bilder selbst als Gegebenheit von ihrerseits. Es ist die Frage nach dem Grund dieser Bilder selbst, dem Quell dieser Bilder. Viele, wenn nicht alle der gezeigten Beispiele, also Herz-Wellenlinien der Benzolerin, Frauen des Sonnenspektrum oder des Apfelmännchen, lassen sich als Bilder auffassen, die eine Lösung liefern für das Rätsel eines bestimmten Codes. Das Muster seltsamer Fünfchen und Gradgestellen, die chemische Strukturformel einer Kohlenstoffverbindung, der Geheimcode der Sterne, wie gerade dieser Tage das Hausmagazin des Deutschen Museums tatsächlich die Fraunhofer'schen Linien nannte, der Geheimcode der Sterne, oder schließlich die Formel der Mandelbrotmenge. Aber ist darum der jeweilige Code auch der Quell des jeweiligen Bildes? Im Falle der Grafiken fraktaler Gebilde stellt die mathematische Gleichung, die ich deshalb als einzelnen Schriftzug in der ganzen Präsentation, wenn es folgt noch einer, der wichtig ist, aufgenommen habe, im Falle dieser Grafik also stellt die mathematische Gleichung tatsächlich deren Source Code dar. Aus der Gleichung lässt sich die Schrittfolge elementarer Rechenvorschriften entwickeln, also ein Algorithmus, der wiederum als ein in einer höheren Programmiersprache formuliertes Computerprogramm ausgedrückt werden kann, um dann erst durch die Maschine in Machine Code oder Object Code verwandelt und ausgeführt zu werden. Letzterer Prozess, dieser Verwandlung von Source Code in Object Code, ist prinzipiell unumkehrbar. Und so ist das Beispiel der Fraktale exemplarisch in dem, was es zugleich verschleiert und offenbart. Weil eben diesen Computergrafiken als Bildern aus mathematischen Formeln ihr Source Code stets mitgegeben ist, verschleiern sie genau den Umstand, dass kein Weg zurück vom Object Code oder gar dessen Ausführungsresultaten zum Source Code führt. Zugleich verdeutlichen sie ein so triviales wie darin grundlegendes Paradox. Entweder man hat den Source Code vor Augen, dann hat man aber nicht das ausführbare Programm oder das Bild, oder man hat den Object Code, dann hat man jedoch keinen sinnvollen lesbaren, sondern einzig einen ausführbaren Code, der als solcher von nichts eine Vorstellung vermittelt
und stattdessen ein Ergebnis, wie eben zum Beispiel ein Bild zu liefern. Zugespitzt, entweder ist da ein Code oder ein Bild. Beider Verhältnis wäre damit nicht nur, das Verhältnis zwischen Code und Bild wäre damit nicht nur als offensichtliche Dichotomie, sondern vielleicht radikaler als geheime Antinomie zu denken. Von Kant her hatte sich durchgesetzt, die Seite der Anschauung, also die bildliche Seite, und die Seite des Begriffs, die der Sätze und Wörter und Codes, in gegenseitiger Abhängigkeit und darum aber auch Harmonie zu sehen. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Ähnlich gehören etwa im Saussurschen Zeichenmodell, wir sehen demnächst Saussures 100. Todestag, im Saussurschen Zeichenmodell, also dem Modell für die Grundelemente jedweder Codes, Wort und Bild unauflöslich zusammen. Zeichen heißt hier die Verbindung eines Signifiant mit einem Signifié, also zum Beispiel eines Worts mit einer Vorstellung. Aber die jeweilige Eigenheit beider Komponenten des Wissens, der Begrifflichkeit einerseits, wie der Anschaulichkeit andererseits, erschließt sich vielleicht dennoch weniger aus ihrem Zusammenspiel, als vielmehr aus dem Bruch, der ihre wechselseitige Angewiesenheit markiert, aus ihrem Gegensatz, dem Zwiespalt. Wort und Bild sind Korrelate, die sich immerfort suchen, so formulierte einst Goethe das fragliche Verhältnis. Denkt man dieses Verhältnis nicht als Harmonie, sondern als Antinomie, erklärt sich immerhin zugleich die Macht und die Ohnmacht, das Versagen der Bilder allein und ihre jedwede Diskursivierung widerstehende Selbstherrlichkeit. Es gibt die Wissensmächtigkeit der Bilder, weil ein Wissen ohne Anschauung kein Wissen ist. Und es bleibt immer auf ihre Ohnmacht, weil die bloße Anschauung ihrerseits noch kein Wissen bedeutet. Soweit die Notwendigkeit, dass die Korrelate sich immer vorzugen. Soweit die beständige gegenseitige Verwiesenheit von Wort und Bild aufeinander. Erkennt man in dieser aber zugleich eine grundsätzliche Zwiespältigkeit, treten beide Seiten umso deutlicher als je für sich und in sich mächtig und ohnmächtig zugleich hervor. Die Macht des Bildes ist es, dass es durch Worte und Begriffe nicht ersetzt werden kann, sondern als Bild stets anderes bleibt. Dass es stets anderes bleibt, ist aber genau auch sein Versagen. Nicht nur ermangelt ihm das Wort, vielmehr ist es grundsätzlich ein Ding, wo dem Georgikas zum Trotz das Wort gebricht. Für die Beschäftigung mit Bildern folgt daraus, in einfachsten Sätzen, dass man sie einerseits, wie schon angemerkt, nicht überschätzen sollte. Ein Bild mag mehr als 1000 Worte sagen, aber es sagt doch für sich genommen schlechterdings nichts. Es spricht nicht, es zeigt. Andererseits verdient es gerade darin, für voll genommen zu werden, im eminenten Wortsinn dieser vermeintlich saloppen Wendung für voll nehmen. Jedes Bild verdient, begriffen zu werden aus der Fülle seiner selbst heraus, seiner Eigenheit und seiner jeweiligen Gegebenheit. Aus diesem Grund gibt es seit nun rund 2 Jahrzehnten die forcierten Anstrengungen einer sich eigens so bezeichnenden Bildwissenschaft und seit bald einem Jahrzehnt das Unternehmen der Bildkritik. Aber gemäß den eben genannten einerseits und andererseits ergeben sich 2 Linien der Kritik an männlicher Bildkritik. Diese, so ist es zum Schlagwort geworden, setzt auf einen iconic turn, der den ihm vorausgegangenen linguistic turn gleichzeitig beerben und ablösen muss. In der Linguistic Turn, also das Paradigma der Lingualität, von Wittgenstein her, einte so verschiedene Denkweisen wie die analytische Philosophie, den Strukturalismus, Heideggers Existenzialphilosophie, die Dekonstruktion etc. in der Annahme, dass die Wörterwelt nicht nur unser verbales Ausdrucksvermögen bestimmt, sondern unser Denken und Wahrnehmen insgesamt, unser Handeln und unser Wünschen, unsere Gefühle und unsere Rationalität. Gegen eine solche Sprachfixierung wendet sich der Iconic Turn mit der Behauptung,
Dem Bild und den Bildern eigne mindestens die gleiche Eigensprachlichkeit, Eigenlogik und Theoriefähigkeit. Zudem sei die gesellschaftliche Bedeutung wie Omnipräsenz der Bilder längst unübersehbar geworden. Das Bild sei damit systematisch wie zeitgeschichtlich ein neues Paradigma, das Paradigma der heutigen Kultur auf all ihren Ebenen, popkulturell, naturwissenschaftlich, militärisch, politisch und überhaupt. Denn, so das Mission Statement der Bildkritik auf der entsprechenden Webseite, Zitat, die digitale Revolution hat eine neue blickgeschützte Gesellschaft hervorgebracht. In noch nie dagewesener Weise nutzen wir Bilder für die universelle Kommunikation als Instrumente der Wissensvermittlung. Das Wissen um Besonderheiten, Funktionen und die Macht und Wirkung der Bilder hat mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Die Bildkritik schließt diese Lücke und schenkt den Bildern die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Eine Aufmerksamkeit, die der Sprache schon seit Jahrhunderten zukommt. Ende des Zitats. Welche Art von Aufmerksamkeit aber verdienen die Bilder dann eigentlich? Durch welchen Zugriff oder Neudeutsch-Approach soll die Macht und Bedeutung der Bilder erkennbar werden? Das Bild, so die Antwort, nämlich der Bildkritik, sei der in sich gefestigte Schauplatz eines entstehenden Sinnes. Es sei eine solche Vermittlung von Sinn, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Die an das Bild als Typ oder die Bilder in der Vielzahl der Exemplare zu richtende Grundfrage lautet daher, welche Evidenz steckt im Bildprozess selbst, der die Sprache in einiger Hinsicht überbietet oder sie ergänzt oder begleitet? Aber noch einmal, Evidenz ist evident und nicht evident in einem. Die Evidenz, mit der die Bilder verlocken, ist meines Erachtens deshalb gerade nicht die geeignete Kategorie, um ihre Macht oder um die Bedingungen ihrer Möglichkeit zu begreifen. Zum einen, und das ist die erste der beiden erwähnten Linien einer Kritik der Bildkritik, zum einen gibt es keine bildliche Evidenz, die an die Stelle des Begrifflichen, also auch verbalisierbaren, treten könnte. These der Bildkritik ist, dass der Instanz des Bildes eine zugleich visuelle und politische Mächtigkeit eigne, die es erlaube, der Vision eines nonverbalen, eines ikonischen Logos zu folgen, einem Bildsinn, der anschaulich gegeben ist. Um aber diese ihre logische Mächtigkeit zu entfalten, bedarf die visuelle immer ihrer sprachlichen Ergänzung. Der anschaulich gegebene Bildsinn wird Sinn immer erst, wenn jemand in sich, stillschweigend innerlich oder anderen ausdrücklich dann sagt. Hinzu kommt zum anderen, als zweite Linie der Kritik, dass mit der Kategorie des Bildsinns die tatsächliche Instanz des Bildes oder die Instanz des tatsächlichen Bildes immer schon übersprungen ist. Man sieht dann das Gezeigte und nicht das Zeigende. Gezeigtes und Gesehenes sind Bildinterpretationen, wohingegen das Bild selbst als visuelle Realität im Hieratus zwischen Anschauung und Begriff gerade als Instanz der Nicht-Interpretierbarkeit zu fokussieren wäre. Man kann also, um auf diese Beispiele zurückzukommen, oder das eine davon, etwa dieses Apfelmännchen als die Lösung zum Rätsel der Mandelbrotformel betrachten. Bilder so zu lesen, heißt, die Frage zu verstehen, auf die sie die Antwort sein wollen. Man kann aber auch das Bild, man kann auch das Bild selbst als die Frage, das Rätsel, annehmen. Das Beispiel der Fraktale ist, um es zu wiederholen, in dieser Hinsicht besonders erhellend und trügerisch zugleich. Erhellend in seiner klaren Zuordnung, die dem Entweder-Oder der Grafiken einerseits und ihres Source Code andererseits, darin aber auch trügerisch, indem es den Normalfall vergessen macht, der darin besteht, dass man den Code nicht kennt und auch nicht rückwärts sich errechnen kann, wenn man nur den Object Code, also ausführbare Programme, und deren Ausführungsergebnisse die Bilder hat. In der Mehrzahl der Fälle
könnte man sagen. Zumal in den meisten Fällen der uns heute umgebenden Bilderflut verweigern die Bilder ihren Grund und ihren Quell, indem sie stattdessen schlicht gegeben sind und diese Gegebenheit die von ihnen her insistierende Denkaufgabe bleibt. Dafür ein letztes Beispiel, bevor ich zum Ausblick noch zwei ganz kurze Filmausschnitte mitgebracht habe. Ein letztes Bildbeispiel. Ein Bild, das man vielleicht als Emblem der besagten Bilderrätselhaftigkeit bezeichnen kann. Ein Bild vom Mond. Eine Fotografie. Aber, das ist hier der erste wichtige Punkt, keine Mondfotografie, sondern eine Aufnahme von einem Fernsehschirm. Bis auf die wenigen Astronauten, die den Erdtrabanten wirklich betreten haben, hat praktisch niemand andere Kenntnis vom Mond als durch Bilder. In prominenter Weise hat man den Mond nur in Bildern und hat ihn doch selbst in diesen Bildern nicht. Dabei, zweiter wichtiger Punkt, stammt das Fernsehbild, dessen Aufnahme hier zu sehen ist, aus einer Selbstmordkamera, wie Harun Farocki der gleichen Vorrichtungen einmal nannte. Und zwar bei Farocki Bezug nehmend auf die seit dem sogenannten Zweiten Golfkrieg von 1991 kommun gewordenen Bilder aus Projektilköpfen, aus Kameras, die sich ins Ziel stürzen. Lange vor diesem Krieg hatten übrigens deutsche Ingenieure bereits 1939 die Idee, Fernsehkameras in Gleitbomben einzubauen. Aber das nur am Rande. Denn die Mondaufnahme stammt von einem sich ins Ziel stürzenden Flugobjekt anderer Art. Der einst bekannte Fernsehexperte für Raumfahrt, Bruno Stanek, informiert dazu in seinem Planetenlexikon, Zitat 1964 bis 65: Die Mondsonden Ranger 7, 8 und 9 liefern erste Nahaufnahmen der Mondoberfläche während des ungebremsten Anfluges. Fernsehstationen werden live angeschlossen. Und so behandelt, Zitat Ende, und so handelt es sich hier um den Screenshot einer Live-Übertragung von Ranger 9 am 24. März 1965, 80 Kilometer über den Mond, 77 Sekunden vor dem Aufprall. All dies ist bekannt. Man weiß insoweit mehr als genug über die Entstehung, die Hervorbringung dieses Bildes. Und doch oder gerade damit ist die Verwunderlichkeit dieses Bildes, dass es nicht nur den in ihm festgehaltenen Moment nicht mehr gibt, sondern dass auch die Quelle mit ihm verschwunden ist. Und wie die Quelle verschwunden ist. Die Hervorbringung des Bildes und die Vernichtung der Quelle erfolgten im nahezu selben Augenblick. Dieses Verschwinden ist oder war faktisch die Voraussetzung jenes Erscheinens. Damit verweist gerade die Frage nach dem Ursprung des Bildes an nichts anderes als dessen reine bis heute gegebene Gegebenheit als solche. Und man kann nun, wovon ich zu sprechen versucht habe, auch ein Filmbild demonstrieren, weshalb ich zum Ausblick, wie schon gerade angekündigt, noch zwei kürzeste Filmausschnitte zeigen möchte. Da ist zum einen der Anfang von Chris Marquers Sans Soleil. Der Ausschnitt ist extrem kurz und so werde ich ihn zweimal zeigen. Erschrecken Sie also beim ersten Mal nicht, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe jetzt gar nichts mitbekommen. Sie kriegen ihn gleich noch dazu. When she told me about it, three children were ruined in Iceland in 1965. He said that for him it was the image of happiness, and also that he had tried several times to link it to other images, but it never worked. He wrote me, "One day I have to put it all alone at the beginning of their film, with a long piece of black medium. If they don't see happiness in the picture, at least they'll see the black." Also es geht um ein Bild, ja vielleicht sogar das Bild des Glücks. Zu den Bildern, die Sie gesehen haben, erzählt oder erklärt die Stimme, jetzt das Voice-Over,
Bürger, in der deutschen Übersetzung. Das erste Bild, von dem er mir erzählte, zeigt drei Kinder auf einer Straße in Island 1965. Er sagte mir, es sei für ihn das Bild des Glücks und auch, dass er mehrmals versucht habe, es mit anderen Bildern in Verbindung zu bringen, aber das sei nie gelungen. Er schrieb mir, ich werde es eines Tages ganz allein an den Anfang eines Filmes setzen und lange nur schwarzes Startband darauf folgen lassen. Wenn man nicht das Glück in dem Bild gesehen hat, wird man wenigstens das Schwarze sehen. Noch einmal. When she told me about it, was the three children on the road in Iceland in 1965. He said that for him it was the image of happiness, and also that he had tried several times to link it to other images, but it never worked. He wrote me, one day I'll have to put it all alone at the beginning of their film, with a long piece of black leaving. If they don't see happiness in the picture, at least they'll see the black. Im Grunde, weil die Bilder ja im Voice-Over ihren Kommentar schon haben, bedürfen sie keines weiteren Kommentars. Oder vielleicht müsste man sagen, dieser Filmanfang ist Beispiel und Kommentar in einem. Jedenfalls thematisiert er die schiere Positivität eines Bildes, die zuerst schlicht gesetzt und dann durch ihre Negation, das Versprechen, das Schwarze sehen zu haben, gezeigt wird. Dieses, das Schwarze sehen, ist in sich so paradox wie folgende. Man kann das Schwarze nicht sehen, insofern es gerade das tiefste Dunkel der Nichtsichtbarkeit bedeutet. Und doch ist es gerade darin ein Phänomen des Sehens. Ein Sehen, das man jetzt nicht sieht. Und was man nicht sieht, ist das zuvor auch nicht gesehene Glück in dem Bild dreier Kinder. Dieses Bild steht ganz für sich allein. Es gibt keinen Code, der es mit anderen Bildern verwende. Und es gibt keinen Code, der es in sich entschlüsselte, das Glück aus ihm hervorzaubern würde. Mit dem Glück darin ist das Ganze wie mit dem Bild als solchen. Man sieht es oder man sieht es nicht. Wie dann das Schwarz, das folgt. Und dass damit jedes Bild umso deutlicher in seiner reinen Sichtbarkeit Gegebenheit hervortreten lässt. Auf andere Weise, kälter, kalt vielleicht kein anderer, hat Michael Haneke sich der Insistenz der Bilder zugewandt und sich in seinen Filmen an einer Kritik des Bildes durch das Bild versucht. Und so ist er etwa Caché aus dem Jahr 2005, zu welchem Film es auf dessen offizieller Webseite cachederfilm.at eingeblendet über das erste Filmbild folgende Synopsis zu lesen gibt. George, der Präsentator einer literarischen TV-Sendung, bekommt heimlich auf der Straße aufgenommene Videos von sich und seiner Familie sowie beunruhigende, schwer zu deutende Zeichnungen geschickt. Er hat keine Ahnung, wer der Absender ist. Allmählich wird der Inhalt der Kassetten persönlicher, was den Verdacht erhärtet, dass der Absender George schon seit langem kennt. George fühlt sich und seine Familie bedroht. Aber ich kann den Film jetzt leider nicht in Gänze erzählen, einige werden ihn vielleicht gesehen haben. In dürren Worten also nur ein Resümee zu diesem Film. Die Bedrohung, die hier angekündigt sieht, findet keine Auflösung. Der Film zieht seine Story, nicht anders als den Betrachter, in einen Strudel aus Bildern und Bildern von Bildern verschiedenster Medialität hinein. Doch bleibt nicht nur der Absender als die Quelle der Bildbeschickung unbekannt, sondern ebenso das Woher der Bilder, die Weise der Bildentstehung. Beide Rätsel, von welcher Hand die Zeichnungen stammen und welche Kamera von woher die Videos aufgenommen haben mag, bleiben am Ende ungelöst, indem stattdessen die Bildrealitäten der Videobedrohung und der von dieser erzählenden Filmhandlung auf der Ebene ein und derselben Oberflächlichkeit zusammenfallen. Mit dieser Oberflächlichkeit hatte es vor Caché aber auch schon Code Inconnu zu tun, unter eben diesem bezeichneten Titel. Bereits dieser frühere Film liefert mit seinem Untertitel Récit incomplet de l'hiver voyage
liefert also mit dem Untertitel eine rätselhaft offene Geschichte, ein Exerzitium der Fragen ohne Antworten, in welchem die Fragen aufwerfenden Bilder zugleich deren einzige Antwort sind. Sehen Sie dazu die nicht umsonst ganz und gar stumme, nicht ganz geräuschlose, aber stumme, rein bildsprachliche Eingangssequenz, auf die die klare Ansage des Titels folgt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.